Also ganz wichtig ist, dass erstmal die Angehörigen sich auch Zeit für sich nehmen, dass sie für sich selbst sorgen können, dass sie auch wissen, wo sind meine Grenzen und dass sie eventuell sich auch wirklich professionelle Hilfe holen, entweder von einem Psycho-Onkologen oder auch bei uns, gerade wenn es darum geht, Informationen rauszufiltern, Informationen zu sortieren, was gibt es für Möglichkeiten, dann bieten wir ja auch umfangreiches Informationsmaterial dazu an. Und das machen natürlich auch schon ganz, ganz häufig die Angehörigen selber. Also ich würde sagen, so zu 50% sind es bestimmt auch die Angehörigen, die bei uns anrufen. Also die Angehörigen spielen für mich eine ganz wichtige Rolle. Ich finde es auch immer sehr gut, wenn die Angehörigen mit zum Gespräch mitkommen, weil es ist ja so, dass man als Patient häufig nicht den Überblick hat und dass man auch einfach nicht so viel mitschreiben kann, nicht mehr so viel hören kann. Und da sind die Angehörigen letztendlich eine gute Koordinationsstelle. Die können nämlich so ein bisschen die Informationen rausfiltern. Es geht natürlich auch nicht nur um Informationen rausfiltern, letztendlich auch darum, dass die Patienten da sind, dass sie zuhören, dass sie dem Patienten zuhören, dass sie seine Entscheidung mittragen. Und manchmal geht es auch so um ganz einfache Sachen, halt wirklich einfach da zu sein, das Händchen zu halten, wie man so schön sagt, und auch die Entscheidung, wenn sie dann stimmig ist, auch mitzutragen. Stimmig bedeutet letztendlich, dass der Patient dahinter stehen kann, also hinter der Entscheidung, zu was er sich letztendlich auch entschließt, ob das jetzt eine Operation ist, ob das eine Chemotherapie ist, dass der Patient davon überzeugt ist, dass es ihm hilft. Wenn er nicht davon überzeugt ist, dass es ihm hilft, dann ist es für mich eigentlich keine stimmige Entscheidung. Und das kann für den Angehörigen sein, dass er nicht voll dahinter steht, aber für den Patienten, und dann ist es mir eigentlich wichtiger, dass der Patient voll dahinter steht. Also Angehörige sind ja insofern auch betroffen, als dass sie natürlich die ähnlichen emotionalen Gemütszustände durchmachen wie der Patient selber. Gerade wenn es um Ehepartner geht, dann gerät man natürlich auch erstmal bei der Erstdiagnose in Schockzustand. Dann versucht man die Informationen gemeinsam zu sortieren und man versucht natürlich immer den Weg mit dem Patienten zu gehen. Was auch ganz wichtig ist, dass man sich nicht alleingelassen fühlt. Also man weiß inzwischen auch durch Forschungsergebnisse, dass soziale Fürsorge ein ganz wichtiger Aspekt bei der Gesundung spielt.